Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und heute nehmen wir uns dem frischesten Premium bei World of Tanks an, den AMX CDA 105. Hier als Top-Tier auf der Karte Siegfriedlinie und er ist verteidigende Position. Und bevor es richtig losgeht, kann ich ja mal so meine Eindrücke sagen, weil ich habe ja die Panzer gekauft. Beziehungsweise ich wurde geschenkt. Vielen lieben Dank an die liebe Susa aus dem Stream dafür. Kann auch nochmal sagen, vielen Dank, damit hast du mir ein riesengroßes Präsent gemacht, denn mir macht der wirklich Spaß. Ist ein geiler Panzer. Ich finde ihn von seiner Optik richtig nice. Mir gefällt er richtig, richtig gut. Er ist wahnsinnig mobil. Also man kann auch da mit dem Panzer wirklich einiges anstellen von der Mobilität her. Er hat mit 8 Grad Gun Depression auch eine Gun Depression, mit der man echt arbeiten kann. Zwar jetzt nicht die 10 Grad, wie man es gerne hätte, aber die 8 Grad sind schon vollkommen okay. Und die Kanone ist halt deutlich genauer als zum Beispiel beim WZ davor, also bei dem chinesischen Premium. Weil viele Leute mich dann im Stream gefragt haben, warum denn der, warum denn nicht der WZ? Was fällt dir denn an dem besser? Die Mobilität ist einfach super, er kommt wahnsinnig schnell auf Geschwindigkeit, weil er einfach ein gutes Leistungsgewicht hat. Er hat die 8 Grad Gun Depression, aber der WZ hat eine bessere Panzerung und auch die potentere Kanone. Dafür aber einfach die unberechenbare Kanone, denn nicht so genau. Also das sollte man sich wissen, was man da haben will. Sind, weil der eine dann gesagt hat im Stream von wegen, ja, der ist aber ein bisschen besser und der andere ist ein bisschen schlechter. Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, die sind wirklich einfach ein unterschiedlicher Spielstil und auch einfach unterschiedlicher Geschmack. So, aber nun schauen wir mal auf das Gefecht, denn den ersten Kill, den habe ich ja sozusagen gerade schon überkommentiert, ohne dass ich darauf eingegangen bin. Aber nun gucken wir mal, was er so gegen den T-34-85 macht. Alpha-Schaden sind 390. Der Durchschlag ist ein bisschen besser als beim WZ, nämlich 260. 310 ist dafür der Durchschlag bei beiden mit Premium. Und bei dem müsst ihr so eine Nachladezeit von knapp unter 10 Sekunden da kalkulieren. Natürlich, wenn ihr Waffenbrüder und sonstiges am Start habt, dann nochmal Blinker. Aber so um die 10 Sekunden ist so ein Wert, dass ihr mal so wisst, mit was ihr da rechnen müsst oder dürft. Wie gesagt, gerade kann man den nicht auf dem Testserver testen, also leider keine Option, hier, dass ihr sagt, probiert ihn da mal aus, dann wisst ihr, was euch erwartet. Aber immer wichtig, da sich ein Bild zu machen und zu bekommen. Klar, mit Premium ist natürlich auch für die Crews immer gut, darf man nie ganz außer Acht lassen, weil wenn ihr sagt, ihr habt euren Franzosen gerade hochgespielt oder seid gerade auf dem Weg zum Foch B und sagt, ja, jetzt brauche ich eine Crew, auch dafür ist der vielleicht natürlich ganz schön zu haben. Und optisch ist einfach geil. Mir gefällt der optisch echt gut. Der Richtbereich der Kanone, also links und rechts, ist ein bisschen sehr schmal. Da muss der Panzer sich selbst immer sehr viel bewegen. Deswegen, ich habe ihn auch eine Zeit lang versucht mit Fernglas zu spielen. Dadurch, dass man sich aber in der Position wirklich sehr häufig dreht und wendet, referiere ich mittlerweile zum Beispiel eher Optik. Dann hat man zwar nur eine Sichtweite von 396 Metern, aber mit der kann man dann schon was anfangen. Aber am Ende des Tages muss jeder selbst immer wissen. So, 3800 Damage hat er schon gemacht. Gebounced hat er so ein bisschen was, aber ganz ehrlich, wenn ihr wie hier High-Tier seid, geht es mal. Als Low-Tier werdet ihr nicht viel abprallen. Da sind die 100 mm Panzerung einfach zu durchschlagen. Also von dem her, da nicht drauf warten, dass euch die Panzerung jetzt ganz viel helfen wird. So, schön auf zwei Ketten weitergefahren. 19-6 steht's, alle. Das ist schon eine Führung, die ist wirklich gerade komfortabel in IS. Ja, wenn man mal einen richtig schönen Highroll bräuchte, der mal ein bisschen über den Alpha geht, dann kriegt man den nicht. Damit lässt er ihm leider 30 HP stehen. So, und jetzt ist er gekettet, muss natürlich die Kette reparieren, sonst hätte er hier ein massivstes Problem, weil einfach der Richtbereich der Kanone so gering ist. Arti hält hier auch mal rein, aber alles halb so wild und man sieht da einfach, wie schnell er auf Geschwindigkeit ist. Und das finde ich halt bei dem Panzer persönlich, mein Gefühl, mein Spielvermögen, sag ich mal, mag das halt ganz gern, wenn ein Panzer auf Geschwindigkeit kommt. Wenn man einen Panzer hat mit 55 km/h Endgeschwindigkeit und den anderen, aber der andere braucht eben ellenlang dafür, dann ist das einfach viel geiler, wenn man so wie hier einen Panzer hat, der einfach zack auf Geschwindigkeit ist und das ist halt gut.
mag aber auch da wieder jeder immer für sich ein bisschen anders definieren. So, jetzt haben wir noch zwei Artis, die Su und die M44. Aktuell 6 Kills und knapp 5k Schaden. Leistig ist er hier, definitiv. Die eine Arti hat er ja vorher, genau. Die hat er schon sozusagen halb wahrgenommen. Und man sieht hier auch, die Ein-Aim-Phase geht gut. Ist wirklich sehr schön im Vergleich zum WZ zum Beispiel. Ich vergleiche es einfach mal mit dem WZ immer so von der Rhetorik her. Gerade weil der WZ der Vorgänger Premium-Panzer war sozusagen. Und die Leute selber auch gerade da den Vergleich immer gerne ziehen, wenn sie sich gerade einen neuen Premium-Panzer holen sollen. Aber wie gesagt, macht euch einfach selbst ein Bild davon. Geht mal auf Tanks.gg, da könnt ihr die Panzerungswerte, die effektiven vergleichen und die Stats im Spiel einfach mal schön anschauen. Dann glaube ich, könnt ihr am besten sehen, was da Sache ist. So, letzter Kill kriegt er leider nicht, aber sein Krieger hat er geholt und er hat 6079 Schaden gemacht. Und ja, ein paar Credits gab es am Ende der Runde auch. Mit 1728 Basiserfahrung eine sehr geile Runde für 5 Minuten 35 Sekunden Spielzeit. Damit haben wir den Panzer gezeigt. Mich würde mal eure Meinung zu den Panzern interessieren. Also wenn ihr sagt, jo, den habe ich auch, der ist geil, dann sagt es. Aber wenn ihr sagt, nee, finde ich richtigen Crap, auch dann in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und neugierig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.